Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Neo. Hallo. Ja. Bin auch wieder da. Genau. Bist du am Kämpfen? Ja. Irgendwie hat man das bis hierher gehört. Ich kämpfe sehr laut. Hast du Boxen an? Nein, habe ich nicht. Dieser Gegner tötet mich. Der ist Stufe 1. So. Der erste Gegner getötet. Gleich bei der Hütte. Hat das noch mal? Hier war was noch mal? Dieses Reinigen. Du musst ja ein paar Mal schlagen und dann eine Taste klicken, oder? Ja. Und welche Taste war's? Das ist eine gute Frage. Leertaste vielleicht? Ja. Genau, Leertaste. Und für was war das Reinigen nochmal? Um Chi zurückzubekommen und um diese Verunreinigung in der Welt wegzumachen. Okay. Ich dachte, du hättest das Tutorial gespielt. Ja, aber es ist schon ein Weilchen her. Leider. Also für unsere Zuschauer ja nicht. Ein Tag ist es ausgefallen. Weil Mister etwas Besseres zu tun hatte. Ja. Wir hatten aber auch keine Verabredung, möchte ich mal kurz anmerken. Wow. Ich muss mein Spielfenster weiter nach unten schieben, so. Sonst ist es viel zu dunkel. Oh, Scheiße. Ich bin gestorben. An einem roten Geist, oder was es ist. Die man beschwört? Ja. Ja, die sind härter. Ich habe gerade hier einen Stufe 6 roten Geist vor mir. Meiner war Stufe 3. Aber vorhin hätte ich fast gegen einen Stufe 1 Geist verloren, also. Macht dir nichts aus. Kommt zum Beispiel besser gegen langsame Geister, klar, natürlich. Oh, ich habe meinen ersten Todesstoß gemacht. Ich weiß nur nicht wie. Stufe 1. So, der Stufe 1 Geist wurde besiegt. So. Könnte ich ja zur Not schon beschwören, ne? Glaube ich, ich habe hier eins von diesen Dingern. Ja, aber warte, ich will den zweiten. So.
Und Stufe 3 Geist besiegt. Und mein Geistgeist geholt, oder wie der heißt, dieser Hund. Yokai war es ein Schutzgeist. Ja. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mir den schwierigen Geist wieder beschworen. Er blockt so viel. Okay. Gut oder schlecht? Er ist ziemlich gut im Blocken. Frag mich langsam, ob das ein Spieler oder ein NPC ist. Die gerufen werden, sind doch meistens NPCs, oder? Müsste, glaube ich, theoretisch ein NPC sein, ja, aber... So wie er kämpft, kann man es nicht glauben. So, neue Ausrüstung. Ah, ich glaube, ich mir dafür lieber... einmal den Speer ausrüste. Naja, mit Speer geht der schneller. Ich habe diese Dharma Chakra Kabuto Dingsens. Ja, das sieht hässlich aus, verdammt. Dieses DLC-Gedöns, das man kriegt oder runterladen kann. So. Ich habe aber wieder vergessen, wie man den Todesstoß macht, wenn die am Boden liegen. E und linke Maustaste, glaube ich. E? Ja, die Taste E. Hier ist einer gestorben, der hat Stufe 28, was? Der hat sich tot... Au, 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 au. Der tut weh. Hier ist etwas auf dem Boden, das leuchtet, aber ich kann es nicht. Ach so, das ist so ein Koko-Rückweg zeigen. Einer dieser Geister. Nee, also Leertaste und linke Maustaste ist es nicht. Nicht Leertaste, E-Taste. Ach so, die E. Ja, wie der Anfangsbuchstabe meines Namens. Ich hatte ihn fast. Oh. Also den 28er? Ja. Ich habe ihn fast gehabt. Soll ich das auch probieren? Weiß ich nicht. Bist du lebensmüde? Ja. Der macht echt viel Schaden. Okay, dann sollte ich kurz... Ich versuch's mal. Oder nee, rechte Maustaste, oder? Scheiße. Oh, Scheiße. Ich bin gestorben gegen den 28er. Ja.
Der ist ordentlich, habe ich ja gesagt. Man muss ja zuerst noch reinkommen. Aber gut. So, dann beschwöre ich den mal wieder. Den 28er? Ja. Gegen den nehme ich lieber meinen Speer. Ich hatte ihn ja vorhin fast, das heißt... Mit dem Speer ist der ganz gut, da kann ich den ein bisschen auf Abstand halten mit seiner Axt. Ich bin beim Level 1er gestorben. Ja, der ist mies irgendwie, ne? Er kam sofort raus, dann machte er so eine Combo und ich war tot. Ja, rechte Maustaste ist es. Also mit dem Angriff, ne? Ich nenne ihn jetzt mal Schwachpunktangriff. In Bloodborne-Style. Mein Backstep ist es ja nicht wie in Dark Souls. Hab ihn. Scheiße, ist ja gut. Okay, der eine getötet. Er kann gegen dich kämpfen. Gegen mich? Ja. Das ist dein Geist. Letzte Einfall ist los, 002, Stufe 3 bist du. Na dann. Ich hoffe, du bist so schwach, wie du behauptest. Mit deinen zwei Katanas. Ja. Du kannst zaubern? Ich kann zaubern? Das wäre mir neu. Du hast dich irgendwie gebufft. Oh, ich muss wissen, wie das geht. Los, Shine Most Wanted. Kämpfen wir. Da ist schon wieder so einer. Nehme ich wieder den Speer in die Hand. Nein! Du hast mich besiegt. Natürlich habe ich dich besiegt. Was hast du denn erwartet? Dass ich in Grund und Boden kämpfe. So, dann probieren wir das mal aus. Also gegen die einfachen Gegner ist das kein Problem. So,
Du wirst gleich wieder herbeigerufen. Mr. Stufe 2. Und du wurdest getötet. Nein. Doch. Wir sind noch beginn Stufe 8. Die 20 auch so viel Glück haben. Da nehme ich lieber meine Schwerter bei dem. Der hat eine höhere Reichweite. Er war gut dabei, den 28er zu töten, dann hat er mich gekillt. Mhm. Kenn ich. Sind auch schon wieder zwei Gräber, eieiei. Oben sind auch nochmal zwei Gräber. Oh, es gibt Fallschaden. Also ich bin jetzt nicht davon gestorben, aber... Jojo, das seien sie alle. Denn hier rum. Hokudama. Ich hab's nicht so mit den japanischen Waffen. Oh, was ist das für einer Stufe 7? Ja, komm. Ey, der benutzt Fernkampf, nicht nett. Und ne. Ich könnte nochmal gegen dich kämpfen, wenn ich willen würde. Ich habe hier gerade einen Gegner, der benutzt die Kettenwaffe. Die habe ich noch nicht. Ich hätte sie zwar, aber ich habe sie auch noch nicht benutzt. Die hat sich auch gebufft, aber durch ein Item, glaube ich, eher. Ich bin tot. Oh, der Level 28er getötet. Besser. Sage ich meinen Übermut und dann bam. Stufe 1 getötet. Das Kampfsystem in Dark Souls mochte ich trotzdem bis jetzt mehr. Also bis jetzt macht es Spaß. Aber es ist jetzt, ist es aber mehr draufkloppen als Taktik, zumindest was mein Bereich hier angeht. Ja. So, so. Probiere mal zwei Katanas aus. Vielleicht sind sie ja für was. Soll ich noch mal gegen dich antreten oder? Nee, lass mal. Okay, dann gehe ich weiter. Wollte dich gerade sowas von verprügeln. Immer willst du mich verprügeln.
So, der Sperrtyp war interessant. Ah, der kämpft gerade in unterer Haltung. Interessant. Deswegen blockt er so gut. Ja, ich muss das mit den Haltungen auch ein bisschen besser verstehen. Ein völlig fremdes Konzept bis jetzt. Eigentlich ja. Also zumindest was Spiele angeht. Ja. So, hier hätten wir Stufe 5. Erstmal beten. Du hast etwas gefunden zum Beten? Ne, ich bin zum ersten Schrein zurück. Sollte ich eigentlich auch machen. Okay, die Kette ist gewöhnungsbedürftig. Aber ja, ich sollte auch bitten gehen. Denn schließlich habe ich schon ein paar Punkte. Dann ist die Frage, wer ruft wen herbei? Ich müsste schauen, ob ich überhaupt so einen Cup habe. Cup-Nudel. Das ist auch eine wichtige Frage. Weißt du, was unten links diese Punkte sind? Das Schwert und das Shuriken? Ja. Nö. Ich glaube, das sind Buffs? Schriftrollen oder sowas? Hm. Zumindest wäre das einleuchtend, oder nicht? Du hast Fähigkeit, Kodama Segen erhalten. Okay. Stufenaufstieg können wir machen, aber zuerst mal Segen. Na, Kodama Segen, hier. Wähle die Art des Segens, den du von den Kodama erhalten möchtest. Kriegssegen. Erhöht die Häufigkeit von gefundener Rüstung um 1%. Gold erfordert 100. Hm. Gut, ja. Häufigkeit von Waffen, erhalte eine Menge. Hm. Okay, praktisch. Ich habe zwei von dieser Ochoko-Becher. Na dann. Ist jetzt die Frage, wie ich herbeigerufen werde. Wir müssen, glaube ich, in den Einstellungen ein Passwort festlegen. Kann sein, machen wir das gleich. Die Folge ist fast vorbei. Alles klar, dann machen wir das außerhalb der Folge. Ja, wir schauen uns das mal an, wie das genau funktioniert. Und dann schauen wir weiter. Online-Einstellungen. Also, du weißt, die Folge ist noch nicht vorbei. Ja,
natürlich möchte ich das. Hallo. Okay, das ist interessant. Okay, du hast mich gerade wieder getötet, verdammt. So, ich guck mal kurz nach, wie das funktioniert. Ja, mach das. Ich mach hier kurz noch ein bisschen Rambazamba. Und du wurdest besiegt. Oh, wie toll, du hast es geschafft, einen NSC zu besiegen. Und der Stufe 28er wurde auch gerade besiegt. Okay, das könnte witzig werden. Du? Ja. Wir können das Spiel nicht im Koop spielen. Warum? Weil man sich nur beschwören kann, wenn man die Mission bereits abgeschlossen hat. Nee, ich glaube auf dem PC hieß es mal irgendwo, das habe ich gelesen, dass man mittlerweile das auch ohne kann. Du kannst gleich gerne mal probieren. Ich werde das auch lesen. Aber gut, ja. Wir haben schon mittlerweile fast 30 Sekunden, Minuten. Ich würde also sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.